In den vergangenen Monaten hat das Buch von Susanne Wiesinger die Öffentlichkeit auf ein Problem aufmerksam gemacht, welches ab und zu, aber nicht systematisch diskutiert wurde. Nennen wir das Problem Werte- und Kulturkonflikte im Klassenzimmer. Es ist ein fast zwangsläufiger Konflikt in der Einwanderungsgesellschaft, die zunehmend auch pluralistisch, religionspluralistisch geworden ist. Was haben wir vor? Erstens die Etablierung einer Ombudsstelle für Wertefragen und Kulturkonflikte. Kulturkonflikte müssen in der Regel rasch und vor Ort geklärt werden. Lehrer und Lehrerinnen erfüllen dabei eine ganz zentrale Rolle. Sie müssen einschreiten und zentral und unmittelbar agieren. Um Lehrer und Lehrerinnen genau bei dieser Herausforderung den Rücken zu stärken und ihnen auch abseits von formellen Strukturen eine Möglichkeit zu geben, bestehende Probleme anzusprechen, wird eben hier im Haus eine Ombudsstelle eingerichtet. Die in Wien als Pädagogin tätige Susanne Wiesinger hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, diese Funktion zu übernehmen. Sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit selbstständig, unabhängig und weisungsfrei. Wir haben eine umfassende Studie über diese Werte- und Kulturkonflikte an Österreichs Schulen in Auftrag gegeben. Ich möchte gerne eine solide empirische Basis über diese Konflikte bekommen. Wir haben damit beauftragt das Büro Think Difference, Kenan Günger, und er wird eine umfassende Online-Befragung gekoppelt mit Fokusgesprächen durchführen. Ich möchte gerne eben wissen, wie es ausschaut um die Nichtteilnahme an Sport- und Schwimmunterricht, um die Nichtteilnahme an Klassenfahrten, die Häufigkeit des Betens in der Schule oder die Einhaltung von Speisevorschriften. Ich will aber auch wissen, wie es um konkrete Dinge geht, wie die Beurteilung des Nahostkonflikts, Veränderung im Antisemitismus. Das sind alles Dinge, die gleichsam in der Luft herumschwirren, wo ich aber gerne eine solide empirische Basis darüber haben möchte.